Lady Bird, ist das dein Taufname? Ja. Warum steht er in Anführungszeichen? Ich habe ihn mir ausgesucht. Der Name wurde mir von mir gegeben. Lady Bird sagt immer, dass sie neben der Bahn lebt. Ich habe gedacht, das sei eine Metapher. Dabei gibt es da tatsächlich eine richtige Bahnstrecke. Lady Bird von Greta Gerwig ist ein wunderschöner, eigentlich aber ganz unauffälliger Film. Und umso dringender meine Empfehlung, ihn sich anzuschauen, weil er so gar nicht so völlig unspektakulär daherkommt. Du machst es echt abgefahren. Ziemlich anarcho. Leg das Heft wieder zurück! Saoirse Ronan spielt ein junges Mädchen in Sacramento im letzten Schuljahr. Traditionell wird da überlegt, in welches College gehe ich und so. Es ist also eine Zeit der Veränderung. Ich will dorthin, wo Kultur ist. Warum New York ist meine Tochter bloß so ein wenigstens Connecticut oder New Hampshire. Wie dort leben Schriftsteller in den Wäldern. Eigentlich auf diese Unis schaffen. Mom. Dialoge sind wirklich auf den Punkt geschrieben. Die Szenen sind sehr kurz, brechen dann ab, unter Umständen mit so einer kleinen Pointe. Ein Teil des Films verbringt Christine mit einem Gipsarm, weil sie sich so über ihre Mutter ärgert, dass sie das sagt, ich kann es gar nicht mehr aushalten. Ihr macht die Tür auf und lässt sich so auf den Highway fallen. Und diese Dynamik zwischen diesen beiden Schauspielern, der Älteren, der Jüngeren, gibt eigentlich in dem Film schon so viel Energie, wie man in anderen Filmen eben durch äußere Bewegungen unter Umständen bekommt. Wann ist das normale Alter für Sex? Du hast Sex? Es gibt die ersten Liebhaber, einer davon, Timothée Chalamet, den wir in Call Me By Your Name gesehen haben, wo er so zart und intelligent und liebenswert ist. Und hier ist er ein ziemliches Ekel. Ich wollte nur, dass es besonders ist. Warum? Du wirst noch so oft einen besonderen Sex im Leben haben. Sie wächst so auf in diesem Gefühl, sie kann eigentlich alles machen, obwohl ihre finanziellen Mittel relativ begrenzt sind. Ich würde gern bei einer Mathe-Olympiade antreten. Aber in Mathe bist du nicht unbedingt die Stärkste. Nur nach jetzigem Stand. Aber sie hat es selber in diesem Gefühl aufgewachsen, ganz offensichtlich, dass die Welt auf sie wartet. Okay. Mom, die Eier sind nicht durch. Bitte, mach dir deine Scheißeier an. Ich wollte ja, aber ich durfte nicht. Und ich fand es toll, so eine Mädchenfigur zu sehen, die so völlig ungebunden ist von standardisierten Vorstellungen oder in der Generation vorher noch standardisierten Vorstellungen davon, was so ein Mädchen macht. Ich wünsche mir für dich, dass du die allerbeste Version von dir selbst werden kannst. Und was, wenn das die beste Version ist? Ich denke, es ist eigentlich wirklich ein Film für Zuschauer in diesem Alter, also zwischen 17 und 21 oder so, klar, aber auch für die Elterngeneration.